Ein Novum im Let's Play, in der Let's Play-Geschichte meiner Wenigkeit. Zwei Verletzte innerhalb der ersten Viertelstunde. Das ist schon echt krank. Und es hat wirklich zwei Spieler getroffen, die in den vergangenen Partien wirklich eigentlich mit die Besten waren. Erstens natürlich Christos Papadimitriou, kurz genannt Papa, der 18-jährige Matchwinner gegen Burghausen noch gewesen, hier noch nicht mal 4 Minuten am Platz und dann schon im Krankenwagen. Das gleiche Schicksal ungefähr 10, 12 Minuten später hat dann auch Denis Tomalla ereilt, also wir haben ein ganzes Lazarett da nach Hause bringen müssen. Und das ist natürlich richtig ärgerlich, wenn du dann so das Spiel bestreiten musst, weil wir mussten dann ja noch 75 Minuten mit, ja, natürlich einer veränderten Mannschaft spielen, wo wir dann natürlich auch wechseltechnisch eingeschränkt waren für das Ende des Spiels. Da konnten wir jetzt nur noch den Christian Müller reinschmeißen, der auch noch eine gelbe Karte bekommen hat. Duisburg hat sich da dreimal eingetragen und das war meiner Meinung nach noch zu wenig. Also was die da auf die Knochen gegangen sind, das war ja schon nicht mehr feierlich. Wichtig ist einfach, dass wir nicht verloren haben, dass wir wieder gut gespielt haben, eigentlich mit dem besten Mann Abdoulaye Sekt und einem Rechtsverteidiger mit einer 2. Es klemmt einen natürlich dann vorne, weil Paulsen reinkommt, der nicht der frischeste ist. Und der gewöhnt sich auch noch an Deutschland, der gewöhnt sich noch an die dritte Liga. Das kann der nicht stemmen. Daniel Frahn hat oft versucht, aus dem Mittelfeld heraus so ein bisschen zu helfen, um vorne anzukurbeln. Das ist auch teilweise gut gelungen, aber leider hat es nicht zum Tor gereicht, weil auch Michael Ratajczak einfach einen guten Tag hatte heute, der Keeper von den Gästen vom MSV Duisburg. Der war bei denen auch der beste Mann mit einer 1,5, auch der beste Mann am Platz, wenn man so möchte, von der Note her. Teamansprachen haben funktioniert, das war schon mal gut. Und Statistiken haben wir uns eben schon mal kurz angeguckt. Spieler des Spiels ist auch Ratajczak, nicht verwunderlich. Zuschauer war richtig klasse. 27.500 knapp gesehen waren drin und auch über 1.000 mitgekommen aus Duisburg. Tja, wir waren schon besser. Wir waren schon besser. Ballbesitz kann ich nicht glauben. Das stand eben noch ganz anders da nach Ende des 3D-Spiels. Aber wie es halt so ist im Fußball, wenn du keine Tore schießt, kannst du nicht gewinnen. Zumindest sind wir jetzt schon wieder seit 2 Spielen ohne Gegentor, das ist auch wichtig. Was auffällt, dass wir nicht mehr so viele Tore machen. Also mit Nürnberg, mit Everton, mit Hamburg haben wir im 3D-Spiel eigentlich permanent eine Torarie gesehen. Wirklich fast eine Sinfonie. Wirklich sehr, sehr schöne Tore und auch wirklich viel Tore. Und hier tun wir uns schwer. Also wir erinnern uns an Halle, das war ein 1-0. Dann gegen Münster war auch ein 0-0, glaube ich. Ne? Oder ein 1-1. Kann auch sein, dass es ein 1-1 war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist nicht die großen Torfestivals, die wir da sehen. Ja, das ist ein bisschen länger her, deswegen frage ich. Also Münster denkt wahrscheinlich eher vor 2 Spieltagen, weiß ja nicht mehr, wie der da gespielt hat. Aber es ist einfach, wenn ja manchmal ein bisschen Zeit dazwischen liegt, zwischen den Aufnahmen, da kann man das schon mal vergessen. Gucken wir mal rein in die Ergebnisse. Interessiert mich natürlich auch. Wir bleiben auf der 4 stehen. Mit 8 Punkten. Ist nach wie vor alles nach oben möglich. Vor uns Rostock auf der 3, die sind von der 2 nach unten gefallen, spielen 2:2 in Osnabrück, was ein gutes Ergebnis war. Holstein Kiel holt tatsächlich den ersten Sieg, 2:1 gegen Halle. Da ist nach der Halbzeit nicht mehr viel passiert. Stehen jetzt auch sofort auf der 14, also haben ein bisschen Platz nach unten jetzt. Die negative Überraschung auf jeden Fall des bisherigen Saisonverlaufs der ersten 4 Spieltage, der 1. FC Heidenheim. Eigentlich als Aufstiegsaspirant fast Nummer 1 gestartet. Ja, stehen jetzt auf der 16. Verlieren hier zu Hause gegen BVB 2. Und das ist natürlich ein herber Rückschlag. Jan Regensburg, der Tabellenführer, wo wir gerade bei Rückschlägen waren. Von der 1 auf die 6 nach unten, weil sie zu Hause verlieren gegen Chemnitz 0:2. Das ist bitter. Ne, da geht's mal ganz schnell. Also wenn wir mal gucken jetzt. Zum Beispiel Holstein Kiel, die gewinnen heute. Gehen von 17 auf die 14 hoch und Regensburg von der 1 auf die 6. Ne? Das waren vor dem Spieltag, waren das 16 Punkte Unterschied, 16 Plätze Unterschied. Und jetzt sind es nur noch 8. Also das Ding halbiert. Also das geht mal wirklich relativ schnell. Das ist schön zu sehen. Auch Erfurt von der 13 auf die 8 nach oben und Haching von der 11 auf die 7. Die natürlich ganz, ganz, ganz stark waren. 4:0 zu Hause gegen Darmstadt gewonnen haben. Und die eben angesprochenen Erfurter auch stark. 3:0 gegen Burghausen. Und Wacker Burghausen ist momentan die schlechteste Mannschaft der dritten Liga. Platz 20. Kein Sieg, kein Unentschieden, 4 Niederlagen, 1 Tor geschossen, 9 kassiert. Das relativiert natürlich so ein bisschen unseren Sieg letztens da, aber da musst du natürlich auch erstmal gewinnen als Aufsteiger. Mir wurde ja so ein bisschen vorgeworfen, beziehungsweise was heißt vorgeworfen, ist alles mit dem Augenzwinkern, klar.
ich soll nicht so viel Understatement betreiben, sondern ich soll einfach die Kuh beim Namen nennen. Und das ist für RB Leipzig natürlich der Durchmarsch. Nur, ich sehe das erstmal pragmatisch, weil ich möchte hier nicht irgendwelche hohen Ziele ausrufen, die ich nachher nicht halten kann. Und wir sind am 4. Spieltag. Und ich denke, wir müssen schon so bis zum 8. oder 9. warten, bis wir dann wirklich sagen können, wir sind eine Mannschaft, die da oben mitspielen kann, die konstant ist, oder eben nicht. Und dann wird, glaube ich, dann erst das Ganze wirklich relevant, was ich da sage. Momentan ist es einfach die Unsicherheit, weil man nicht weiß, wo es hingeht. Weil man natürlich auch nicht weiß, wie stehen wir da gegenüber den anderen 19 Mannschaften. Das wird sich zeigen müssen. So, was hat denn hier so gespielt? Noch gar nichts. Also die anderen Regionalligisten haben jetzt hier angefangen, Nord, Süd, West und Bayern. Also West hat ja schon einen Spieltag gehabt vorher. Deswegen auch zweite Liga oder auch, ich denke mal, England hat auch noch nichts gemacht. Championship nur. Die haben jetzt schon ein Spiel. Die Queen's Park Rangers sehen wir hier. Pokalsieger, das ist so geil, ne? Wigan Athletic. Haben den FA Cup geholt und sind abgestiegen. Das heißt, die spielen jetzt als Zweitligist international mit. Das hatten wir im Jahr davor, glaube ich, auch schon mal oder zwei Jahre her. Da war es auch eine Mannschaft hier aus der Championship. Wo sind die eigentlich? Birmingham City, da haben wir sie. Die haben da auch mitgespielt. So, können wir mal in die Stimmen gucken. Wir haben nach gutem Start zu viele Zweikämpfe verloren. Ich meine, in der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch überlegen. Mit dem 0-0 kann ich leben. Das Unentschieden ist für uns nicht so schlecht. Das sage ich ja eigentlich auch. Wir müssen einfach jetzt konsequent weitermachen. Uns in der Liga wirklich zurechtfinden. Und ich denke mal, das eine kommt zum anderen. Und vor allen Dingen müssen wir mal aufpassen, dass nicht hier die anderen Vereine unsere Spieler ständig verletzen. Das ist ja echt ein Unding. Und das kommt gleich noch. Das kommt gleich noch, die bittere Gewissheit. Wie lange fehlen die? Vor allem bei Papa habe ich so ein bisschen Angst, dass der lange fehlt. Spieltagsstatistik. Es schafft natürlich keiner rein. Doch, Schulz. Schulz schafft es, der zum ersten Mal dabei ist. Wir haben eigentlich ein bunt gemischtes Feld. Wir haben ja zweimal Unterhaching und ich glaube, das ist es dann auch fast. Zweimal haben wir Erfurt und ansonsten wirklich sehr bunt durchgewürfelt. Zweimal Wien Wiesbaden auch noch. Sehr schön. Spieler des Tages ist Marco Königs. Lass mich lügen, ich glaube, der kommt von Preußen Münster. 3 Tore von Vogelsammer. Tja, so ein bisschen was von Sammer hat er, ne? Vom Namen her und auch von der Haarfarbe. Ich hoffe, er ist nicht so ein Motzarsch wie der richtige Matthias Sammer. Tja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mittlerweile finde ich den Typen einfach nur noch nervig. Wie der ständig auf der Bank da rumhampelt, ne, wie so ein Rumpelstilzchen, obwohl er eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat. Ich meine, bei Uli Hoeneß war es klar, der hat 500 Jahre auf der Bank gesessen, bei dem hat man es einfach dann quasi als normal angesehen. Und wenn der sich mal aufregt, dann wenigstens mit Stil. Nur bei Sammer sieht es halt immer so ein bisschen peinlich aus. Finde ich jetzt. Könnt ihr mal eure Meinung mal sagen, wie ihr das seht. Gut, die Bayern-Fans werden mich jetzt wieder steinigen wollen wahrscheinlich. Was hast du gegen den, bla bla. Aber für mich ist einfach Matthias Sammer auch kein Bayer. Ne? Das ist eher so ein Typ hier, Dortmund, da passt der eigentlich gut hin. Das hätte ich dem auf jeden Fall noch abgekauft. Ist ja damals auch mal als Trainermeister geworden mit denen. Aber zu Bayern, finde ich, passt der nicht. Also mittlerweile ernährt sich ein bisschen an von der Großkotzigkeit und so weiter. Aber das ist für mich einfach ein Anti-Bayer. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickelt, ne? Wie es da weitergeht mit seiner Karriere. So, die Teamleistung, was haben wir denn da? 3,55, das ist weder gut, das ist weder schlecht, aber Duisburg ist noch schlechter dran. 3,77. Darmstadt und Heidenheim, Katastrophe, auch Burghausen und Halle nicht wirklich überzeugend. Wer stark war, haben wir eben schon gesehen, Unterhaching und Erfurt, obwohl man das hier nicht so sehen kann. Aber ja gut, wenn Unterhaching immer so spielt, das ist eine sehr junge Mannschaft. Wir können gerade mal reingucken hier. Das Team, wo haben wir denn hier das Alter? Guck mal drauf hier. Das ist Wahnsinn. Also der Benjamin Schwarz, das ist der absolute Uropa der Mannschaft. Mit 26. Die haben einen 18-jährigen Torwart, 18-jährigen Rechtsverteidiger und dann überall hier 22, 22, 21, 22, 20, dann 17 vorne der Niederbacher. Das ist klasse. Und auch auf der Bank sitzen, ja, mit dem 25-jährigen der Älteste. Und ich weiß gar nicht, was im Kader. Ich glaube, das ist wirklich hier der 26-Jährige. Das ist der Älteste im Kader. Das ist ja geil. Also Unterhaching macht wirklich da, glaube ich, Spaß. Das ist die Rasselbande der Liga. Mal schauen, wo es da noch so hingeht. So, beste Spieler. Wen haben wir denn da? Spann ist immer noch vorne. Der hat auch getroffen für die Osnabrücker. Vogelsammer jetzt mit 4 Toren. Tunic von Erfurt
auch mit 4. Kutschukovic und Safran, also beide Rostocker hier getroffen. Und von uns kommt dann unten der gute Papa, der jetzt aber wahrscheinlich erstmal nicht mehr auf Torjagd gehen kann. Leider. Dann kommt erstmal lange nix. Dann Tomala und Rockenbach da Silber. Schauen wir mal ins Fairplay rein. Oh ne, warte. Notenbeste. Wir haben 4 Spieltage, nehmen natürlich auch 4 Spiele mit, ist ja ganz klar. Ratajczak vorne, der Torwart von Duisburg. Er hat heute gezeigt, warum er da steht. Und bei uns sehen wir eigentlich nur Colciorti, ist auch ein Torwart. 2,75 ist auch klasse. Für den Neuling hier in der Liga. Da wollte ich eben hin, jetzt können wir uns wirklich mal angucken hier. Das Fairplay. Ja, Platz 12 mit 5 Punkten. Regensburg, Burghausen, Duisburg. Da haben wir, ja gut, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, dass die so draufgegangen sind. Soll ich hier gucken oder soll ich draußen gucken? Ne, ich will, glaube ich, hier nicht gucken. Ich will die Überraschung haben, die böse. Ich will das Desaster auf mich zurollen sehen, in Form eines Textes. Bollmann gegen Seck. Das gewinnt Seck, weil er 100% seiner Zweikämpfe gewinnt. Das ist richtig klasse. Ist auch mehr gelaufen insgesamt als Bollmann. Ballkontakte 12, Pässe 8. Ja, da habe ich ja noch nie drauf geguckt. Ist ja eigentlich auch wurscht. Das ist einfach nur so eine Spielerei hier, das Duell. So, wir gehen weiter. Ich gucke nicht unten hin, unten. Ich will es gar nicht sehen. Was hat Bayern hier gemacht? Jugendspieler Ken Zurawski verpflichtet. Was kann der was? Kann man nicht sagen. Ist auf 3 gescoutet. Wahnsinnig flexibel, wenn man mal hier so guckt. Aber hat, ja, 50. Man weiß nicht, was dabei rauskommt. Aber vertrauen wir mal da auf den guten Hermann Gerland. Der hat ja eigentlich ein Händchen für Talente. Gert-Jan Verbeek meldet Vollzug. David Smith unterschreibt beim 1. FC Nürnberg. Wo kommt denn der her? Ist Engländer, 18. Also die sind alle nicht gescoutet, vereinslos. Ach, der Bug hat wieder zugeschlagen. Hallo, ich grüße dich. Ihr wisst wahrscheinlich noch, der gute Luca Hinrichs, den hatten wir ja zu Everton geholt. Und das war genau der gleiche Quatsch. Der kam, der war 2 Tage da und da war der weg. Da war der vereinslos. Und dann war der, glaube ich, 1,5 Jahre vereinslos, bis wir den dann echt nochmal überzeugen konnten, ja, zu uns zu kommen. Ist das ein Blödsinn? Kommt vom FC Millwall. Aber was willst du machen, ne? Den Bug kann man nicht rausschwitzen. Der ist halt einfach da und manchmal schlägt er zu. Und hier hat er dann quasi sich quasi den armen David Smith gekrallt. So, da sehen wir das jetzt. Nackenzerrung für Dennis Tomala. Hat er den denn in den Nacken geschlagen oder gebissen oder was weiß ich gemacht? Wir haben doch gar nicht gegen Luis Suarez gespielt. Muskelfaserriss, 2 Wochen. Es ist nicht so schlimm wie erwartet. Also 2 Wochen kann ich jetzt... Nee, kann ich nicht. Das ist das Unionsspiel. Das ist nicht möglich für Papa. Ärgerlich. Irgendwer hatte mir geschrieben, dass der mit einem halben Stern mehr auf eine 80 kommen könnte. Also anhand der Prognose, die ich gemacht habe. Wir werden alles dafür tun, dass der eine Talentaufwertung bekommt. Das wäre natürlich klasse. Nackenzerrung, der fällt 2 Tage aus, also da können wir jetzt gegen Erfurt wieder mit rechnen. So, da sehen wir das nochmal. Mannschaft der Woche, Bastian Schulz. Natürlich absolut, ne, kann ich nicht. Wollte ich loben, geht nicht, muss ich einen Tag warten, glaube ich. So, Leute, wir haben einen dicke, packevollen Plan. Und erstmal fange ich damit an, nämlich, dass ich hier gucken sollte. Spieleinstellungen, wo haben wir das? Spieloptionen, Spieler reinkarnieren. Das muss weg. Autosave stelle ich mal runter auf 7. Weil das, ich mag das nicht. Wenn dann irgendwann, in ein paar Jahren, jetzt noch nicht, weil es ist noch relativ früh. Wenn dann irgendwelche Spieler kommen, kommt dann irgendeiner aus der Elfenbeinküste angeschwirrt. Und der ist dann 16 und der heißt dann Didier Drogba. Und das will ich nicht haben. Und ich glaube, ihr findet es auch nicht gut. Deswegen stellen wir es auf jeden Fall aus. So, die zweite Geschichte. Ich arbeite das jetzt mal hier so, wie in der Schule, hier so lustlos. Nee, das natürlich nicht. Ich bin absolut im Herzen dabei bei diesem Let's Play. Ich arbeite das jetzt trotzdem mal ab. Budgetänderung, irgendwo konnte man das gucken. Ich glaube, das war beim, war das beim Börsengang? Oder irgendwo war das, wo man das nachgucken konnte, ob der Investor angeschaltet ist. Börsengang, war das hier? Nee. Nee. Irgendwo war das auf jeden Fall. Festgeldanlagen, Budgetänderung, glaube ich da, ne? Investor aktivieren. Also er ist noch nicht drin. Er ist noch nicht aktiviert. Obwohl wir ja alle wissen, dass Red Bull natürlich dahinter steht. Soll ich den jetzt aktivieren?
Ich lasse es mal offen und lasse euch das mal entscheiden. Also, wir sind ja jetzt nicht unbedingt am Hungertuch, was jetzt hier die Budgets angeht. Bargeld sowieso schon mal nicht, Baukosten ist super, Gehälter ist klasse, Transfers ist auch gut. Im Moment muss ich es nicht. Also, ich lasse es euch immer entscheiden, wie wir das handhaben. Ob ich da jetzt anklicken soll, ich weiß jetzt, wo es ist. Und wenn Bedarf herrscht, sagen wir mal, wenn vielleicht nochmal eine Realismusstufe nach oben gepusht werden soll, dann könnte man sagen, wir machen das an. Aber da gucken wir jetzt erstmal. Also keine vorschnelle Aktion jetzt von mir hier. Jugendmannschaften. Ihr habtet euch gemeldet wegen Jugendspielern, obwohl ich ja gesagt hatte, dass wir eigentlich das nur machen wollen, wenn es Sinn macht. Und Sinn macht es wirklich nur bei ganz wenigen Spielern, die hier drin sind. Einer davon ist Till Grünenfelder. Den habe ich jetzt umbenannt, wie der vorher hieß, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall einer meiner Abonnenten, der gerne einen Namen haben wollte. Und ich habe jetzt den Torwart hier genommen, weil der natürlich mit seinen 16 Jahren und der Stärke 49 schon irgendwo Talent hat und Perspektive. Bin immer gespannt, was dabei rumkommt. Der zweite Spieler ist Karl Brink. Der ist 18, der hat eine Stärke von 47, hat auch 2,5 Talentsterne wie der Torwart. Und der ist das letzte Jahr hier in der Jugend. Also das heißt, wenn wir den behalten wollen, dann müssen wir den verpflichten. Ich glaube, das machen wir aber auch für die zweite Mannschaft. Ich glaube, da kann der ganz gut eingesetzt werden. Und der letzte ist hier der jüngste auch von allen in seinem Jahrgang. 14 Jahre alt, Tobias Ballack, defensives Mittelfeld. Stärke 35, auch 2,5 Talentsterne. Ein paar Jungs haben wir noch, die Sinn machen würden. Sprenger hier zum Beispiel oder auch der Ismet Bora. Ricardo Brandstätter, vielleicht noch Daniel Wendelin. Nicolas Tix kann ich nicht umnennen, das habe ich immer nachgeguckt. Das ist anscheinend ein realer Spieler von Leipzig, der hier drin ist. Und kein generierter. Manolis Katsatos. Da möchte ich erstmal, glaube ich, nicht, dass den einer bekommt, weil ich möchte es realistisch halten. Es ist halt ein Grieche und ich finde es halt cool, wenn ein Grieche auch einen griechischen Namen hat. Sei denn, einer von euch ist Grieche und hat halt so einen Namen. Wollen wir mal gucken, vielleicht ist es ja wirklich so. Die Welt ist ja klein. Mal schauen, aber ansonsten, wir kriegen ja hoffentlich auch demnächst wieder ein paar Spieler, ne? Und wenn einer jetzt sagt, ich will trotzdem, obwohl es hier eigentlich die letzten Graupen sind, die hier drin sich verewigen, da möchte ich einen Namen haben, dann mache ich das natürlich. Aber ich will ja auch, dass wenn ihr einen Namen bekommt, dass ihr wirklich Perspektive habt im Verein, dass man euch dann vielleicht irgendwie, wie es auch in Everton war oder Nürnberg oder Hamburg, dass man dann irgendwann da Jungs auflaufen sieht, wie Wangelig, wie Stießen, wie der André Wassermann, der nachher bei Manchester United war, oder auch Chalal Baktash. Das ist auf jeden Fall klasse und wäre natürlich schön, wenn wir das hier auch wieder hätten, aber wir haben natürlich jetzt nicht die Voraussetzungen wie damals, ne, mit Nürnberg, wo wir die ganzen Jugendspieler dann quasi schon auf dem Silbertablett hatten mit Talent. Das dauert hier alles ein bisschen länger. Aber wir werden natürlich da auch nicht den Sand in den Kopf stecken, um mal wieder Lothar Matthäus zu zitieren, sondern wir werden einfach mal abwarten, was hier passiert. Und bei Gelegenheit natürlich dann die Namen vergeben, ist doch ganz klar. So, ein paar Spieler sollte ich noch mir angucken. Was heißt ein paar? Das sind zwei. Ein Frosch im Hals. So, kurz mal was nachgeschüttet. Branimir Rogota. Der ist von Gladbach. Ist 19 Jahre alt. Das ist ein sehr flexibler Spieler. Und der bekommt meiner Meinung nach ein paar Minuten zu wenig in Gladbach. Und ich denke mal, hier im Let's Play ist es ähnlich. Der ist natürlich überhaupt nicht gescoutet. Das müssten wir ändern. Das kann eigentlich der Kreischer machen. Der hat bestimmt auch schon Hals auf mich, ne? Ständig wird er da weggeholt von seinen Scouting-Einsätzen und darf dann irgendwelche Spieler oder sonst irgendwas scouten. Aber da muss er durch. So, der zweite Spieler ist Sebastian Bösel. Das ist wohl ein Geheimtipp. An der Stelle unbekannterweise mal vielen Dank. Ich weiß nämlich nicht mehr, wer das mir geschrieben hatte. Vom der Spielvereinigung Bayernhof. Können wir auch mal scouten. Das dauert natürlich alles ein bisschen, weil das ist Stufe 1. Könnte ein Perspektivmann sein, wie er geschrieben hat. 17 Jahre alt. Da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Also das ist auf jeden Fall auch ein realistischer Mann für Leipzig, ne? Die holen sich ja sehr gerne irgendwelche jungen Spieler. Oder jetzt auch, wenn man mal sagt, Dominik Kaiser zum Beispiel oder auch der Tomala, die bei ihren Vereinen nicht richtig zum Zug kommen. Die dann einfach geködert werden, gesagt werden, wir haben hier eine Perspektive für euch, wir glauben an euch, wir möchten wirklich langfristig mit euch zusammenarbeiten.
Und das könnte natürlich auch bei Sebastian Bösel dann so sein, obwohl der natürlich nicht vom großen Verein kommt. Aber die Vorgehensweise ist, glaube ich, die gleiche. So, Golf spielen gehen, das machen wir mal. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Genau, Training, ganz wichtig. Ganz wichtig, auch an der Stelle lieben Dank für den Tipp. Individuelle Spieler, da haben wir nämlich hier den Trainingsumfang. Das gucken wir uns mal gerade an hier. Zum Beispiel die frische 51 bis 60 mal so rausgepickt. Heißt dann hier Umfang 60%, dass die einfach nicht totgerannt werden. Ist klar, wenn einer so eine Frische hat, der macht 100%, dann geht das Ding immer weiter runter. Und irgendwann am Ende ist der einfach nur noch tot. Dann musst du den füttern und musst ihm die Windeln wechseln, da kann der kein Fußball mehr spielen. Das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen machen wir hier automatisch einen Trainingsumfang. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel Spieler drin wie Thiago Rockenbach da Silva, der jetzt mit einer Frische von 68 nur 70% des Trainings mitmacht und sich dadurch natürlich auch besser erholen kann. Bin mal gespannt, ob das auch wirklich Früchte trägt. Müsste es ja eigentlich, logischerweise. So, wir haben ja einen Transfer. Alex von Paris Saint-Germain zu Benfica Lissabon. 30 ist er auch erst. Und der ist auch schon gefühlte 15 Jahre wirklich Profi, immer in Top-Mannschaften. Ich glaube damals Eindhoven, dann ist er nach Chelsea gegangen und dann Paris Saint-Germain und jetzt zu Benfica. So ein Spieler wäre natürlich immer mal Luxus, wenn du so einen zu Leipzig holen könntest. Der räumt dir da hinten ganz alleine die Sturmreihen des Gegners auf, das kann ich euch sagen. So, wird jetzt auch spannend. Das Autosave lassen wir mal durchlaufen gegen Erfurt. Also das ist das nächste Derby, was wir haben. Ganz am Anfang haben wir ja gegen den Halleschen FC gespielt und jetzt eben am 5. Spieltag gegen Erfurt. Und danach ist auch schon Pokal, wie wir gesehen haben. Irland, jetzt schon. Also wir sind eigentlich eine komplette Null im Trainergeschäft. Wir sind ein Drittliga-Manager und dann kommt Irland an, schmeißt Rabatoni raus und möchte uns haben. Aber ich will das nicht machen. Ich habe euch das ja mal erklärt. Das war mal ganz schön, wirklich jetzt mit Österreich zu spielen. 2016 haben wir da ja die Euro gewonnen. Aber auf Dauer wurde das lästig. Nicht nur für mich, wahrscheinlich für euch auch. Und deswegen lassen wir das jetzt hier weg. Also wir konzentrieren uns jetzt hier in diesem Let's Play wirklich komplett auf unsere Mannschaft, auf unseren RB Leipzig. Und es ist, glaube ich, auch okay. URD Saitama. Oh, das hat lang gedauert. Wahrscheinlich die Reise nach Japan machen müssen. Das ist nämlich eine Mannschaft aus Japan, aus der J-League. Die stehen momentan auf der vierten. Das ist Urawa Red Diamonds, oder? Müsste es eigentlich sein. URD, das sieht halt nur so komisch aus. Und Saitama ist anscheinend der Ort, wo die herkommen. Man kennt die nur aus Urawa Red Diamonds. Also ich zumindest. Und ich habe immer gedacht, die kommen aus Urawa. Aber das war ein Irrglaube. Interessant. Also ein Verein, da waren, glaube ich, auch schon bekannte Spieler. Ich glaube, Pierre Littbarski früher, wer kennt den noch? Ist auch schon so lange her wieder. Also die Köln-Fans kennen ihn bestimmt. Christian Müller, was machen wir denn da? Verhandeln? Ablehnen? Eigentlich will ich den nicht hergeben. Deswegen lehnen wir das Ding mal ab. So, Luca Marino Otak, der kann nicht spielen. Ist der gut? Linker Verteidiger 60, 22. Also schade, es schadet auf jeden Fall nicht, wenn er nicht spielt. So, KfW, die KfW-Bank, möchte bei uns einsteigen. 3 Jahre ist mir ein bisschen lang. Also 2 Jahre dürften es schon sein. Wir unterschreiben mal das Ding, bevor die ganz abspringen, weil Kohle ist Kohle. Ist auch gar nicht mal so schlecht, jetzt sagen wir mal, wenn man mal guckt. Ja, zumindest besser als Aspirin. Aber die haben ja sowieso ihren Großteil schon bei Bayer Leverkusen rausgekloppt. Bandenwerbung haben wir hier noch Vattenfall. Also da gehen uns zumindest nicht die Lampen aus. Aber ist mir eigentlich ein bisschen lang hier, 4 Jahre. Also ein bisschen was runtergehen müsste es schon noch. Boah, das ist heftig. Aber gut, das sind Banden. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das sind halt 7 Banden, die für 4 Jahre blockiert sind. 96.000. Aber das ist auch Geld, was dann permanent kommt. Das ist auch dann, sagen wir mal, die andere Seite der Medaille. Kaufangebot. Florian Kusel akzeptiert Angebot. Okay, ich kann mich erinnern. Den hatten wir von Schalke. Das war dieses Jugendturnier. Schön. Echt klasse, der ist jetzt in der A-Jugend, also den kann jetzt theoretisch, weil ich gucke mal nach. Genau, den kann auch einer haben, wenn den einer möchte, schreibt er das rein in die Kommentare und das ist dann auch quasi die perfekte Brücke. Also ich habe hier die Überleitung, ich knall die nur so raus. Stichwort Kommentare, das war nicht so einfach in letzter Zeit für mich, das rauszufiltern, weil es Google bloß einfach komplett genervt hat.
Also teilweise hast du dann echt überhaupt keine Nachrichten mehr reinbekommen. Also ich habe gedacht hier im, wie heißt es da? Videomanager auf YouTube, da standen keine News. Und auch von Google Plus selbst kam nix. Also dass da irgendjemand von euch einen Kommentar hinterlassen hat, null. Und es kam mir so komisch vor. Ich kam auch wirklich nicht richtig auf die Kommentare drauf, dass ich mir die angucken konnte. Das heißt also nicht sauer sein, wenn ich mal diese letzten paar Tage jetzt nicht so geantwortet habe. Das war einfach sehr, sehr schwierig, das rauszufinden. Irgendwie habe ich das eben rausgefunden, wie ich da trotzdem die Kommentare sehen kann. Und habe mir die kleinen Sachen rausgeschrieben, so auf die Schnelle, weil es auch schon wieder spät ist. Ihr seht es unten. Um dann noch die Jugendspieler zu benennen und die Spielervorschläge, die ich jetzt gefunden habe. Also immer raus damit. Ich werde es schon irgendwie zusammenbekommen, das zu lesen. Denke ich mal. Ja, das war das Thema dazu. Was wollte ich denn? Ich wollte hier so ein bisschen reden. Nicht zu viel, weil wir haben ja noch ein Spiel. Teamdynamik gefällt mir nicht so richtig, ne? Die ist runtergefallen. Weil wir logischerweise Franke, mal gucken, hier gibt im Training alles. Da muss ein bisschen mehr kommen bei dem. Weil wir haben jetzt hier irgendwo unfaire Gehälter. Das ist nämlich Papa Dimitro und Juri Jutt. Ich meine, das sind 100%. Das ist natürlich für so einen jungen Spieler doof. Wenn er dann irgendwann merkt, ich spiele gut. Und dann ist da einer, der ist nur Ersatz. Der ist auch ein paar Jahre älter als ich. Der verdient aber das Doppelte von mir. Und wenn er clever ist, beschwert er sich da. Und wer weiß, wenn der Verein einknickt, so kann man sich aber ein bisschen mehr Geld unter den Nagel reißen. Heißt jetzt nicht, dass der geldgeil ist. Nee, Blödsinn. Aber ich meine, man muss natürlich auch gewürdigt werden. Wenn man ein Stammspieler ist, und das ist er, mit seinen 18 schon, dann muss man auch ordentlich bezahlt werden. Und da muss ich mir mal was überlegen, wie wir das machen, ob der einen neuen Vertrag bekommt oder sonst irgendwas. Ob wir das vielleicht Gehalt so ändern können. Aber der ist ja erstmal noch verletzt, deswegen erstmal jetzt so keine Not. Wollen wir einfach mal gucken. Wir gehen noch ein Stückchen vor. Und ja, bereiten uns dann vor auf Erfurt. Erstmal hier alles abgeschlossen. Wir haben ja noch ein bisschen was an Kohle. Infrastruktur. Vereinsgelände erweitern. Ich glaube, das hier könnte ganz wichtig sein. Das machen wir auch. Dauert jetzt ein bisschen. Und ja, die Trainingsplätze, geht es? Nee. Da muss man erst das Trainingszentrum ausbauen. Wir haben Level 6. Und Stufe 8 brauche ich, um das hier auszubauen. Fitnessparcours. Könnte wichtig sein. Wenn man die schlappen Säcke da sieht. Gut, die nächste Zeit wird jetzt mal zeigen, ob wir da jetzt das Problem in den Griff bekommen haben, dass die halt einfach die Frische so schlecht haben mit diesem automatischen Umfang. Wollen wir mal gucken, da sehen wir wieder. Erfurt gut in Form, nominell eigentlich nicht so stark die Mannschaft, aber die machen das Wett einfach durch das Teamwork. Und wir machen das momentan mit der Mannschaftsstärke. Und das Teamwork müssen wir noch ausbauen. Wir sehen das ja immer in der Halbzeit. Also das Teamwork ist momentan noch im Bereich unter 50. Das kann natürlich dann nur mit der Zeit kommen. Also Erfurt hat einen Verletzten, haben wir eben gesehen. Wir haben auch den Papa nicht dabei. Da nehme ich jetzt mal Luge rein. Weil Fandrich, das bringt mir nichts. Ich glaube, der hat auch nur eine 59, hatte ich glaube ich eben gesehen. So, Kimmich. Wie sieht's denn aus, Bastian Schulz? Ist gut in Form. Ist gut in Form. Also momentan für Kimmich da keine Chance, reinzukommen. Zweite Mannschaft. Nee, ich wollte Ergebnisse gucken. Reserve. Zweimal verloren. Mittelfeld der Tabelle. Also da könnte Kimmich vielleicht nochmal aushelfen. Was hat er denn? Da fehlt jetzt einer. Ein 50er. Legia. René Legia. Mit einer 47. Also da könnte Kimmich spielen erstmal. Ich glaube, ich mache das mal. Ich versuche mal mit dem zu reden. So, auf der Bank sitzt. Ich glaube an dich, aber ich muss dich in die zweite Mannschaft schicken. Er versteht, dass es schwierig ist für ihn. Das ist schon mal gut. Aktion in die Reserve verschieben, dauerhaft. Das tut mir echt in der Seele jetzt gerade weh, aber für ihn ist es besser. Wenn er sich da unten gut macht, können wir ihn ja schnell wieder hochziehen. Das ist überhaupt kein Problem. So, was mache ich jetzt? Lass ich 6 spielen? Oder Christian Müller? Ist jetzt die Frage. Also Sek hat eine Wahnsinnsform von 15. Muss ich eigentlich würdigen. So, Fran oder Paulsen? Ich lasse Fran stehen. Was haben wir hier unten? Kamelott mit einer 12er-Form. Ja, ist nicht so einfach. Ich denke mal, Kamelott spielt heute von Beginn an neben Tomala. Mal gucken.
Stärke 686 ist immer noch gut. Neuer Fanartikel bereit. Das machen wir natürlich auch noch. Wo ist es hier? Keine Ahnung. Also unten sehe ich noch nichts. Also wir können was entwickeln, aber Schlüsselanhänger. Was habe ich denn noch hier? Handtuch, Mauspad, Mütze. Wie haben wir denn? August? Nee. Wanduhr. Machen wir mal eine Wanduhr. Sieht momentan ganz gut aus hier von den Einnahmen. So, stellen die Mannschaft ein. Folge ist schon wieder sehr lang geworden. Scoutbericht natürlich lesen wichtig. Außenverteidiger sind nicht gerade sprintstark. Das heißt, wir gehen über die Außen in dem Spiel. So, was sind wir sonst noch hier? Bester Torschütze Tunjic. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Bester Spieler Laurito. Also haben wir schon mal die großen Geheimnisse des FC Rot-Weiß Erfurt quasi herausgefunden. Der bekommt hier die Manndeckung. Und wir werden das Ganze, wie gesagt, über die Flügel machen. Und wir werden auch versuchen, hier wirklich bis zur Grundlinie durchzugehen. Und dann zu flanken. So. Das passt. Würde mal sagen, weil es ein Derby ist. Nee, keine Siegprämie. Ist natürlich kompletter Blödsinn. Ja, wichtig ist auf jeden Fall jetzt, sich hier gut einzuspielen. Weil danach, seht mal, 15.8. da ist DFB-Pokal. Da spielen wir dann gegen Union Berlin. Das ist ein Heimspiel, da wird die Bude kochen, aber erstmal jetzt quasi die Generalprobe gegen Erfurt.